die Runde. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, die Wunderwelt aus Papier. Ich freue mich total und ja, kann es kaum erwarten, jetzt loszulegen mit Ihnen zusammen und mich dem Stempelset Perfect Pomegranate zuzuwenden sozusagen. Das ist das gute Stück. Es ist ein Gratis-Stempelset, das es ganz im Moment noch gibt bis Ende August ab einem Bestellwert von 375 Euro. Das heißt, wer um 375 Euro bestellt, das ist dann ganz egal, ob das eine Bestellung von Ihnen alleine ist oder ob Sie aber sich mit ein paar Freunden zusammenschließen, ob Sie eine Bastelparty machen, ganz egal. Spielt alles keine Rolle. Wichtig ist nur, dass 375 Euro überschritten werden. Dann gibt es dieses Stempelset gratis obendrauf. Also wirklich vollkommen gratis. Total schön. Und das sieht man eben da in der Celebration-Broschüre. Das sieht ihr da auf der Seite 17. Und ja, letzten Dienstag haben Sie sich dazu ein paar Ideen gewünscht, nachdem es da scheinbar jetzt noch nicht zu viel gibt, was man so sieht. Und von daher habe ich mich heute ein bisschen dran gewagt. Jetzt zoome ich nur noch ein bisschen rein und habe da ein bisschen gespielt mit dem guten Ding. Und ich finde es nach wie vor ein Knaller. Ich habe ja schon gesagt, ich finde, das ist ein bisschen ein verstecktes Talent, dieses Stempelset. Also man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, dann sieht man, wie viele Möglichkeiten das doch tatsächlich hat oder dass es einige Möglichkeiten gibt. Und habe da meinen Mund natürlich letzten Dienstag ziemlich weit aufgerissen, aber ich finde, die kann auch heute abliefern tatsächlich. Okay, so, wie gehe ich ran, wenn ich ein neues Stempelset habe? Übrigens, ich habe noch gar nicht richtig Hallo gesagt. Hallo in den Chat. Das muss ich nur schnell nachholen. Meine Chatmädels haben nämlich schon so lieb reingeschrieben und ich habe schon ein bisschen mitgelesen heute und freue mich da natürlich total. Und da muss ich das natürlich auch wirklich meine Chatmädels lobend erwähnen, dass sie immer da sind und mit mir ein bisschen plaudern. Und ich hoffe natürlich, dass Bild und Ton auch heute wieder gut ist, so dass ihr mich auch gut hören und sehen könnt. So, jetzt aber zu unserem Stempelset. Wenn ich ein neues Stempelset bekomme, dann ziehe ich mir tatsächlich alle Stempel, und ich meine wirklich alle, auf Stempelblöcke. Deshalb bin ich auch immer total dafür, dass man so ein paar Stempelblöcke tatsächlich auch zwei- und dreimal gebrauchen kann. Da bin ich ein großer Freund davon, mit der Zeit. Das muss nicht von Anfang an sein, aber mit der Zeit sich immer wieder mal einen Stempelblock mitzubestellen, ist einfach eine gute Idee. Und auch da werde ich immer wieder gefragt, was sind denn so ganz, ganz wichtige Stempelblöcke? Ich finde, ganz wichtige Stempelblöcke ist zum Beispiel der Stempelblock D wie Dora oder D wie Daniela. Den habe ich tatsächlich, ich glaube, viermal und brauche den auch immer total oft. Ihr seht schon, allein bei dem Stempelset ist er jetzt dreimal am Start. Auch der Stempelset, der Stempelblock C wie Cäsar und B wie Bertha braucht man wirklich des Öfteren. Also auch die habe ich wirklich öfters. Ich glaube, den habe ich auch so viermal oder so und den Baby Bertha habe ich, glaube ich, fünf oder sechsmal. Und der A ist sowieso ein unterschätztes Schätzchen. Den kann man auch gar nicht oft genug haben. Also den habe ich, glaube ich, achtmal. So, das ist so mein Ding. Währenddessen der E-Stempelblock, schweife total vom Thema ab, ich weiß, aber es passt gerade so gut. Der E-Stempelblock, den habe ich tatsächlich nur einmal. Also nicht, dass Sie meinen, ich habe alles in ganzen Mengen. Nein, dem ist nicht der Fall. Aber so ganz, ganz wichtige Stempelblöcke habe ich wirklich ein paar Mal mehr mir über die Jahre angeschafft. Gell? Auch nicht von Anfang an, sondern halt immer wieder mal ist mir vorgekommen, ah, den bestelle ich mir jetzt nur ein zweites Mal oder ein drittes Mal oder ein viertes Mal, aber eben verteilt. Also ich glaube, ich habe, bis ich das Sortiment benannt gehabt habe, was ich jetzt habe, habe ich, glaube ich, drei oder vier Jahre gebraucht. Also nur, dass ihr wisst, das ist jetzt nicht alles in einem Einkauf passiert, sondern eben mit der Zeit. Und irgendwann merkt man auch, okay, jetzt habe ich genug, jetzt brauche ich davon nicht mehr. Mit denen kriege ich jetzt eigentlich ganz gut zusammen. Und so ist es eben bei mir jetzt, also ich bin da sehr schön gesättigt. Und es gibt eben auch Stempelblöcke, die ich wirklich nicht öfter habe. So wie zum Beispiel Stempelblock G. Ist so einer, ist jetzt nicht mein Lieblingsstempelblock, den habe ich auch nur einmal. Also ihr seht schon, ist ein bisschen unterschiedlich.
Ja, jetzt aber zurück zum Thema. Also, ich habe mir meine Stempel, ich ziehe mir meine Stempel wirklich alle auf und dann beginne ich mal damit, die Stempel einfach auf einem Blatt Papier, auf einem Probepapier sozusagen, einmal einfach einmal abzustempeln. Ganz willkürlich einmal drauf loszustempeln. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Also, das machen viele nicht. Ich weiß, dass viele orientieren sich nach dem, dass sie irgendwo eine Karte sehen und dann basteln sie die nach und so beginnen sie an das Stempelset ranzugehen. Aber wenn sie vorhaben, ein Stempelset für sich selber zu entdecken, ohne jetzt ganz viele Anhaltspunkte von anderen, dann würde ich das unbedingt empfehlen, mal jeden Stempelabdruck abzustempeln. Ist auch deswegen nicht ganz unwichtig, weil wenn ein Stempel fehlerhaft ist, was durchaus einmal passieren kann, dann habt ihr 6 Monate vom Kaufdatum Zeit, den zu reklamieren und dann kriegt ihr den auch ausgetauscht. Wenn die 6 Monate allerdings abgelaufen sind, dann ist die Gewährleistungsfrist vorbei und dann wird es auch nicht mehr ausgetauscht, auch wenn er nicht okay ist. Also das heißt, einmal mal alle Stempel abzustempeln, würde ich auf jeden Fall unbedingt empfehlen. Ganz egal übrigens, ob es ein Gummistempel ist oder so wie heute ein Photopolymerstempel. Also ein durchsichtiger, spielt dabei keine Rolle, sondern das würde ich grundsätzlich einfach immer machen, wenn ihr viel Freude haben wollt mit eurer Stempel. Gut, also jetzt zurück. Habe ich alle einmal abgestempelt und dann kommt auch schon das erste Gefühl, was man so kriegt für Stempelset. Also da entwickeln sich dann auch schon die ersten Ideen, weil man so einfach, das ist was anderes. Es ist total was anderes, ob ihr Abbildung seht oder ob ihr das selber abstempelt und den Stempelabdruck setzt. Das ist 101. Also ist ganz super. Und dann mache ich das auch ganz gern, dass ich so wieder unten einmal probiere, okay, wie verhält sich es denn, wenn ich mit zum Beispiel Wink of Stella dann drüber gehe oder mit einem Wasserdampfpinsel. Und wenn ihr euch das jetzt anschaut, der Abdruck und der Abdruck sind dieselbe Farbe vom Stempeln. Nur bei dem bin ich dann am Ende nochmal mit Wink of Stella drüber gegangen. Und durch das wird die Farbe ganz anders. Ich versuche das mal ein bisschen einzufangen. Das Glitzerige. Ich hoffe, man sieht es ein kleines bisschen wenigstens. Oder auch nicht. Wie auch immer. Aber ihr seht schon, es wirkt das viel violetter und das wird eher rötlicher. Das heißt, probiert das wirklich auch aus, dass ihr auf ein und dieselbe Stempelfarbe, speziell wenn es Rottöne sind, einmal mit entweder Wasserdampfpinsel drüber geht oder eben auch mit Wink of Stella. Es bietet euch einfach nur mal eine andere Sicht auf die Dinge und es verändert ein bisschen den Stempelabdruck. Ja, Uli, genau, das wird viel hübscher. Und das ist mir auch so gegangen. Ich habe mir auch gedacht, boah, wenn das dann da so überzogen ist, das schaut einfach nur mal voll gut aus. Und dann habe ich mal losgelegt und habe mir einen halben Bogen grundweiß genommen und habe mir einfach mal sozusagen ein Designerpapier gestempelt. Und das hat dann so ausgeschaut. Das ist Merlot-Rot, eine Farbe, die ich sonst eigentlich eher ja, wenig verwende. Ich weiß gar nicht so genau warum, weil es eigentlich total schön ist. Und es passt total gut mit der Kirschblüte. Also da jetzt bei diesem selbstgebauten Designerpapier, wenn man so will, habe ich die Granatäpfel in Merlot-Rot abgestempelt und die Blüten in Kirschblüte und bin dann noch ein bisschen mit Merlot-Rot draufgegangen und ich habe die Blätter in Gartengrün abgestempelt. Und nachdem ich finde, dass das wirklich eine ganz wunderschöne Kombination ist, möchte ich das gern jetzt einmal mit Ihnen gemeinsam nochmal machen. Und dazu nehme ich mir jetzt ein Stückchen Grundweiß. Mal schauen, ob ich da noch so ein Reststückchen habe, was dann gerade so für eine Karte noch gut gegangen hat. Das reicht mir ja völlig. Oh, schau's, da habe ich noch so ein Stückchen. Das verwende ich jetzt. Das passt jetzt gerade total gut. Das wird dann ein schöner Aufleger für eine DIN-A-Lang-Karte sozusagen. Schneide mir da jetzt schnell ab und das verwenden wir genauso. Und aus dem zaubern wir uns jetzt ein schönes Designerpapier. Da lege ich mir natürlich ein bisschen, ja, bisschen Schutzfolie drunter, weil ich möchte ja drüber ausstempeln. Schutzfolie, Schutzpapier natürlich. Und dann holen wir uns jetzt die Stempelfarben. Und zwar brauchen wir, oder nehme ich in dem Fall jetzt, Gartengrün.
Ich nehme mir dazu Sahara-Sand für diesen Stempelteil, also für den Hintergrundstempel sozusagen. Ich nehme mir Merlot-Rot für die Granatäpfel. Und ich verwende Kirschblüte für die Blüten. Und dann, glaube ich, haben wir auch schon alles. Kann man loslegen. Loslegen werde ich tatsächlich mit dem größten Stempel, also mit dem, wo der Granatapfel als Ganzes da ist, oder auch mit dem großen Blatt. Das große Blatt macht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Sinn, von daher verwende ich das. Wenn jetzt so wie da ein Blatt größer ist, dann mag ich nicht so gern so von oben drauf tupfen. Das mache ich dann eher umgedreht, dass ich mir den Stempelblock hinlege. Das ist mir einfach zu schwer. Ich sage es, wie es ist. Ein Stempelkissen ist einfach leichter und dann kann ich mir da besser, da habe ich irgendwie ein besseres Gefühl, den Stempel schön zu befüllen mit dem Grün. Das kriege ich irgendwie so schöner hin für mich. Und von daher mache ich das einfach so. Und dann stempel ich mir da mal so oben in die Ecke her. Das ist jetzt einfach so mal mein erster Stempel. Und schaut mal, wie schön das Grün ist. Durch das, dass das wieder so ein Distinktivstempel ist, also ein Stempel, der nicht überall ganz gleichmäßig abstempelt, sondern ein bisschen heller und ein bisschen dunkler, hat man gleich schon so einen gewissen 3D-Effekt. Finde ich super. Ich liebe diese Stempelart. Total schön. Und jetzt nehme ich mal meinen halb aufgeschnittenen Granatapfel dazu. Den färbe ich mir jetzt ein mit Merlot-Rot. Und setze mir den genau da oben dran. Ihr habt da die zwei Endstücke von dem Zweig. Und da passt das genau hin. Und durch das, dass man durch den Stempel durchschauen kann, kann man das auch einigermaßen dorthin zielen, so dass die Frucht so quasi da dran hängt. Super, oder? Schaut mal, da habt ihr den dunkleren Teil, oben den helleren. Und es schaut so schon total gut aus. Aber wenn man dann noch drüber fahren mit dem Wassertank, das wird mega. Ihr werdet sehen, das wird richtig schön. Gut, okay, so, dann werden wir uns dazwischen jetzt mal eine ganze Frucht stempeln. Stempeln wir uns vielleicht so von unten rein. Und dann haben wir ja diverse Blätter. Die stempeln wir uns da so ein bisschen dazwischen. Und wir haben auch noch so ein Zweierblatt. Das kann man dann da so ein bisschen an die andere Seite hinstempeln. Das finde ich ganz hübsch. Dann haben wir ein Blümchen, das stempeln wir da jetzt mit Rosa. Stempeln wir da her. Dann haben wir diese kelchige Blüte, auch die stempeln wir natürlich mit Rosa. Die setzen wir jetzt da so rein. Sehr cool. Dann geht es weiter mit dem großen Granatapfel. Also ihr seht schon, ich stempel mich da einfach so ein bisschen durch. Ich glaube, ich stempel den mal da so her, mal andersrum gedreht. Dann nehme ich mir wieder das große Blatt und setze das jetzt mal da so von der anderen Seite so rein, damit wir die Früchte ein bisschen unterschiedlich drauf haben. Dann nehmen wir uns wieder den offenen Fruchtteil. Setzen das wieder da drauf. Sehr cool. Dann nehmen wir uns wieder ein bisschen von den grünen Blättern. Setzen die vielleicht mal da so. Keine Ahnung. Setzen wir es dann so her. Dann nehmen wir nochmal den da. Die Blüte. Die lasse ich mir jetzt da so rauswachsen. Und einmal möchte ich sie noch da oben so reinwachsen lassen. Sehr gut. Und dann könnte man sie sogar einmal mal noch als Ganzes zeigen, oder? Die darf doch einmal auch als Ganzes sichtbar sein. Dann setzen wir uns da oben noch ein Blümchen her, so ein bisschen angeschnitten. Und vielleicht da noch. Sehr gut. Cool. Und dann nehmen wir noch mal die ganz große. Den großen Granatapfel setzen dann nochmal da so rein und nochmal ein paar Blätter zum dazwischen reinstempeln. Also ihr seht schon, da bin ich so, die stempel ich gerade so kreuz und quer, wie man gerade so vorkommt, stempel ich mir das da hin, lasse da noch ein bisschen reinmarschieren. Wunderbar.
Okay, so. Jetzt, wer mag, kann jetzt nur diesen Hintergrundstempel verwenden. Da nehme ich mir dazu das Sahara-Sandstempel einmal ab und gehe dann da gerade so ein bisschen dazwischen noch, dass wir dort und da noch so ein bisschen Hintergrund haben. Es muss jetzt aber gar nicht so viel sein. Gerade so ein bisschen. Muss auch nicht immer in die gleiche Richtung gehen. Bin ich, glaube ich, dann schon zufrieden. Ist okay. Passt schon so. So, und dann haben wir nur diesen kleinen, der auch ganz witzig ist. Und mit dem fülle ich da drinnen die Blüte aus. Und dafür nehme ich mal wieder das Merlot-Rot und setze den einfach da in die Mitte dieser Blüte rein. Kann man da oben auch noch mal so ein bisschen herstempeln. Und mehr haben wir da jetzt nicht an Blüte. Und jetzt ist es so eine Geschmackssache, gell? Also viele sehen ja in der Blüte so von, wie soll ich denn sagen, die da so die Blütenblätter rauf hat und die so eher geschlossen, also sie ist schon offen, aber so eher seitlich. Bei mir ist es so, dass für mich schaut die Blüte eher so aus, als würde man da noch so ein bisschen die Mitte reinsehen. Und da habe ich mir tatsächlich nochmal diesen Mini-Stempel genommen, also es ist einfach je nachdem, wie man das halt sieht. Und habe den da so in diese leichte Öffnung reingesetzt, wo mir eben vorkommt, da sieht man so ein bisschen in die Mitte der Blüte rein. Aber eben, wie gesagt, das ist je nachdem, das wird auch vielleicht von Farbe zu Farbe unterschiedlich sein, wie es wirkt. Aber ich finde, dass das mit dem Kirschblütenrosa, finde ich, dass die Blüte wirklich so wirkt, als wäre sie da hinten ganz offen. Da wären so seitlich die Blüten und das geht so ein bisschen nach vorne auf. Also ich sehe da für mich ein bisschen in die Mitte der Blüte rein. Wie gesagt, je nachdem, wie man halt das für sich interpretiert. Andere oder auch laut Bild wäre es ja eigentlich so, dass dort da das Blatt so rausgeht und auch dort diese Blätter. Also man sieht eigentlich nicht wirklich rein, aber für mich zeigt sich in dem Kirschblüten, rosa zeigt sich halt so. Also ihr könnt es auch da ein bisschen freier sein. Ihr müsst es nicht immer das genau so machen, wie es der Stempelabdruck vorgibt, sozusagen. Seid da ruhig kreativ und auch ein bisschen mutig und grätscht ruhig mal so dazwischen raus, fühlt euch da ruhig frei. Also es liegt ja immer im Auge des Betrachters, nicht, wie man das so sieht. So, und jetzt stempeln wir gerade nur ein paar von diesen kleinen, von denen da, den machen wir gerade schnell sauber mit meinem lila Tuch. Und dann stempel ich mir gerade nur ein paar von denen so als Sahara-Sandpunkte da noch so ein bisschen rein in diese freien Stellen, um eben dort einfach auch noch ein kleines bisschen Bewegung zu haben, weil ich finde, dass das da einfach lieb, noch mal lieb ausschaut. Es darf da ruhig noch so ein bisschen sein. Da finde ich die Neutralfarbe dazu wirklich schön. Das ist nicht so aufdringlich und macht es einfach noch mal hübsch. Und so bin ich dann eigentlich schon ziemlich zufrieden mit meinem Designerpapier. Also ich finde, das lasst mit denen Stempeln lässt sich wirklich ganz, ganz schön Designerpapier designen sozusagen. Finde ich ganz klasse. Und was ich mir jetzt noch mache, ist, dass ich mir eben das Ganze noch mit dem Wink of Stella so ein bisschen beglitter. Aber bei denen Teilen, da wo man die Kerne des Granatapfels sieht, da mache ich es nur mit Wasser. Also da mache ich es nicht mit dem Wink of Stella, weil ich will ja nicht dann auf den Glitzer so quasi nochmal draufstempeln. Und deshalb fahre ich da einfach ein bisschen mit dem Wasser drüber. Hat denselben Effekt. Also da bitte nicht drüber ausmalen, sondern versucht es da in diesem Stempelabdruck, in dem vorgegebenen drinnen zu bleiben. Merlot-Rot ist ganz super, das löst sich super an. Also ihr seht schon, die Farbe, die kann man richtig schön anlösen, auch wenn sie schon getrocknet ist auf dem Papier. Das macht gar nichts. Da ist genügend Rotanteil drinnen, dass sich das richtig schön wieder anlöst. Und wird die Farbe dann wert, das finde ich sensationell. Also der Unterschied zwischen dem und dem ist für mich immens. Ganz genial. Also probiert das wirklich aus. Es ist ganz, ganz, ganz super, wenn man die Unterschiede dann direkt in live sieht. Sehr cool. So, dann mache ich das natürlich beim zweiten auch gleich noch. Und das muss dann natürlich ein kleines bisschen trocknen, bevor ich dann die Granatapfelabdrücke sozusagen reinsetze,
Deshalb mache ich das jetzt da als erstes. Dann kann das nämlich schön vor sich hin naturtrocknen sozusagen, ohne dass ich einen Föhn brauche. Das geht sehr gut. Ihr könnt jetzt das übrigens auch probieren mit dem Mischstift. Wer mit Wasserdampfpinsel nicht so gut zurande kommt, kann das gerne probieren, ob es mit dem Mischstift auch geht. Ich habe eher Mischstift da. Ich probiere es jetzt gerade mal schnell und fahre mal mit dem Mischstift drüber. Schwieriges Wort. Für mich ist Mischstift echt schwierig. Okay, also ich fahre jetzt da mal drüber. Ja, es funktioniert mit dem Mischstift auch sehr gut. Geht vielleicht für den einen oder anderen leichter, weil es wie ein Filzstift ist. Okay, gut. So, jetzt nehme ich mir aber meinen Winkaufsteller, weil ich will ja auf jeden Fall, dass das ein bisschen glitzert. Das heißt, ich fahre jetzt da mit dem Winkaufsteller drüber. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, weil der ist ein bisschen, oft ein bisschen wässriger als der Wassertankpinsel. Aber es funktioniert einfach super. Und dann habt ihr nämlich gleichzeitig ein bisschen ein Glitzer auch noch drauf, was ich sehr sympathisch finde. Und da fahre ich einfach wirklich ganz frech drüber. Und das Schöne ist, dass man es ja nur ein bisschen anlöst, aber das Lichtschattenspiel oder das heller, dunkler bleibt trotzdem erhalten. Also ihr verwischt euch das nicht, sondern der Effekt vom Stempel, der natürlich gegeben ist durch die Art des Stempels, dass da unten dunkler ist und oben heller, das bleibt trotzdem bestehen. Finde ich total mega. Sehr, sehr, sehr schick. So, dasselbe mache ich jetzt natürlich da auch. Da fahre ich mir auch da in das Weiße ein bisschen eine. Das darf da ruhig ein bisschen rosaroter sein für meinen Geschmack. Und fahre mir auch da gerade mit dem Winkaufsteller so ein bisschen drüber und löse mir die Farbe gerade so ein bisschen an, dass das eben da so, ja, einfach um vieles schöner wird für meinen Geschmack. So. Jetzt muss ich meinem Winkaufsteller gerade mal hinten einen kleinen Druck verpassen, dass er ein bisschen mehr Wasser wieder abgibt. Oder mal schütteln, das hilft bei mir auch immer ganz gut. Schütteln geht vielleicht sogar ein bisschen besser, dann wird er nicht ganz so nass. So, dann gehen wir da gleich zum nächsten. Es dauert einfach ein bisschen, aber da könnt ihr euch richtig spielen. Das funktioniert übrigens bei den Blättern mit Gartengrün auch, aber da wollte ich es nicht gern machen. Ich wollte den Effekt von diesem Glitzerigen wirklich nur bei den Früchten haben und nicht bei den Blättern. Und bei den Blüten macht man das natürlich dann auch noch ein bisschen, weil ein bisschen Glitzer auf die Blüten einfach auch total schön ist. Und da könnt ihr halt einfach total ein schönes Designerpapier zaubern, so, nicht? Das ist total easy. Und der Effekt, oder? Wie die anfangen zu leuchten, das ist für mich faszinierend. Total schön. Also das Merlot gehört für mich auf jeden Fall immer ein bisschen gelöst. Da entwickelt sich erst die richtig schöne Farbe. Da kommt erst der schöne, tiefe Violett-Rotton erst richtig raus. Finde ich super mega. Total schick. So, und last but not least, die letzte Frucht. Hole ich mir da noch dazu. Und löse mir auch da noch ein bisschen die Farbe an. Verpasst der auch noch ein bisschen Leben. Na, herrlich. Wunder, wunder, wunderschön, finde ich. Total Traum. Total schön. So, und jetzt mache ich dasselbe da innen drinnen in der Mitte, weil damit löst man auch da das Rot ein bisschen an und zieht da noch ein bisschen so rein. Und auch da mache ich das so ein bisschen. Dann kriegt man da noch mal ein bisschen mehr Tiefe in die Blüten. So. Und gerade so ein bisschen. Und dann hole ich mir noch den Wasserdampfpinsel. Nimm mir da meine Frucht, die ich noch halb, wie soll ich denn sagen, noch halb von da rüben nicht abgestempelt ist. Also da ist noch genügend Farbe drauf sozusagen. Und da hole ich mir jetzt ein bisschen von dem Merlot-Rot und vor mir da hinten bei dieser Blüte gerade so ein bisschen an dem Kelch entlang. Mach die also da ein bisschen dunkler
und fahre ja da gerade so hinten bei dem Kelch ein bisschen rauf. Und durch das wird die Blüte auch nochmal, die kriegt dann richtig Körper. Durch das, dass sie da hinten dunkler wird, und da reicht es wirklich, wenn ein bisschen Farbe im Pinsel ist, das wäscht sich dann nach hinten, also zur Blüte Mitte rein ein bisschen aus. Das finde ich mega, total. Das funktioniert voll gut. Also gerade ein bisschen Farbe aufnehmen, das nur Restfarbe ist auf dem Abdruck. Man kann es hinten entlang beginnen beim Stiel von der Blüte und zieht es euch da gerade so ein bisschen über diese Kapsel von der Blüte auf sozusagen. Lasst es da ein bisschen ausdünnen. Und dann schaut das volle super aus. Total, es macht einen richtig coolen Effekt. Dort ein bisschen heller, dort ein bisschen dunkler, so wie es halt in der Natur auch ist. Und da haben wir auch noch so ein bisschen die Blütenkapsel. Fertig. Und so ist mein Designerpapier jetzt fertig. Achso, nein, ist noch nicht. Wir müssen da die Mitten noch reinstempeln. Das haben wir noch, die Granatapfelkerne sozusagen. Die lassen sich natürlich total super jetzt abstempeln. Die sind jetzt innen drinnen, ist das jetzt schön trocken. Und durch den zweiten Aufdruck kommen die jetzt auch richtig schön raus. Und so ist es jetzt fertig. So schaut jetzt das Designerpapier aus. Und ich finde, alleinig schon für das ist es unglaublich, wie schön das Stempelset ist, oder? Alleinig das Papier in der Farbkombination wäre für mich ausreichend, dass ich sage, will ich unbedingt haben. Also mir geht's so. Ich bin total happy, dieses Stempelset zu haben, weil es einfach wunder, wunder, wunderschön ist. So, jetzt habe ich Ihnen gezeigt, wie ich dieses Schätzchen zustande gebracht habe, dieses Designerpapier. Jetzt muss ich gerade mal schnell meine Stempelabdrücke auch einmal da schnell drüber ziehen über mein lila Schwämmchen sozusagen. Damit machen wir sie gerade ein bisschen sauber für den nächsten Schwung. Wir wollen ja uns nicht unsere Kissen da verrunzen, unsere Stempelkissen. Also nehme ich auch einmal mit zum Säubern. Dann können die nämlich derweil trocknen, währenddessen ich euch zeige, was ich aus diesem Designerpapier dann gemacht habe. Okay, ich glaube, ich habe alle. Dem bin ich mir jetzt nicht sicher. Doppelt hält besser. Gut, sodala. Also, wir haben jetzt auch schon die Runde sauber gemacht damit. Und jetzt zeige ich euch, was ich aus dem Papier gewerkelt habe. Und zwar ist das jetzt meine finale Karte. So schaut sie aus. Ich finde das Designerpapier nämlich so schön, dass ich finde, da braucht es gar nicht mehr viel. Ich habe bei der Variante ein bisschen von dem Merlot, was ich hinten beim Blütenkelch gehabt habe, auch da in die Mitte dazu geholt. Ihr seht jetzt da die zweite Variante, wenn man kein Rot mehr aufnimmt, sondern leider den Stempelabdruck ablöst oder anlöst, finde ich, reicht auch schon. Das ist jetzt Geschmackssache. Wer es kräftiger möchte, nimmt einfach vom Stempelabdruck ein bisschen Farbe auf. Und ansonsten ist es aber ganz gleich gewerkelt wie das, was ich euch da jetzt gezeigt habe. Und habe da einfach drunter eine rosa, kirschrosa-rote, kirschblütenrosa Mattung gelegt. Die Grundkarte ist im Merlot-Rot gehalten. Ja, dann da drauf das Wimperl. Habe ich mir gerade mit dem Gratulation gestempelt aus Beste Enkelkinder, glaube ich, heißt. Beste Enkelkinder, ja, heißt das Stempelset. Und das Wimperl selber ist aus dem neuen Basic mit Depp. Da habe ich dieses verwendet und zwar den kleinsten, also den längeren, schmäleren. Ja, so schaut also diese Variante aus. Ich finde total schön. Ein paar Steinchen noch rundherum, fertig. Gell, Stupsi? Das liebe ich daran. Manchmal schauen Stempelsets auf den ersten Blick so aus, dass man sagt, ich weiß nicht, ist jetzt nicht meins. Aber wenn man es dann beginnt und wenn man dann beginnt damit zu arbeiten, auf einmal merkt man erst, wow, eigentlich total cool. Und so soll es sein. Also genau so liebe ich das sehr. Schön. So, das war also Variante 1. Dann schauen wir uns gleich jetzt das nächste an. Und zwar war ich dann natürlich total angestachelt und habe mir gedacht, oh cool, vielleicht kann man ja diesen Granatapfel auch so ein bisschen zweifärbig abstempeln. Und da ist dann diese Karte entstanden. Ich
Und zwar möchte ich euch auch gern zeigen, wie man das macht, dass ein Granatapfel, so wie da, in der Mitte ein bisschen heller ist und außen ein bisschen dunkler. Man sieht es auch da sehr schön. Also man kann die sehr, sehr gut auch zweifarbig machen. Und das schauen wir uns jetzt auch gerade ganz schnell auf ein Stück Probepapier an, wie man denn sowas macht. Also da werkele ich mit euch jetzt nicht die ganze Karte, aber ich möchte euch das einfach, die Idee dahinter möchte ich euch einfach zeigen, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich mir dafür Papaya rausgesucht und dafür verwende ich jetzt zum einfacheren Zeigen jetzt einmal den Stempelabdruck. Dafür habe ich einfach den Stempelabdruck als Ganzes ins Papaya reingeben, sodass der schön benetzt ist. Habe mir wieder mein Merlot-Rot dazugegeben. Und ihr wisst ja, es gibt ja die sogenannte Rolling-Technik. Also wenn ihr eine hellere Farbe habt und dort einen Stempel, einen flächigen Stempel benetzt, dann könnt ihr dann ein dunkleres Kissen nehmen, aber das geht nur von hell auf dunkel, nicht andersrum. Gell? Also nicht dunkel und dann ins Helle gehen, sondern wenn, dann geht es nur andersrum. Hab dann das dunklere genommen und rolle mir jetzt sozusagen den Stempel in einer Rollbewegung über Stempelkissen. Damit erzielt ihr, dass das außenrum farbig wird, also andersfarbig. Ich zeige euch das einmal so ein bisschen näher. Ich hoffe, ihr könnt das dann gut erkennen. Muss ich gerade schauen, dass ich das auch noch irgendwie sehe. Also ich drücke das da rein und dann rolle ich es rundherum rüber. Ich hoffe, ihr habt es jetzt ein bisschen sehen können, dass das dann außenrum eben eine andere Färbung hat als da in der Mitte. Ich halte euch vielleicht einmal das drunter. Meiner ist jetzt schon sehr pink, gell, mein Grundstempel, durch das viele Rot. Durch das sieht man jetzt das vielleicht nicht mehr ganz so gut, aber so ein bisschen sieht man es. Und dann nehme ich mir ein Fingerschwämmchen, damit das nicht zu krass ist. Haha, Karin, sehr gute Frage. Die Karin ist ganz entsetzt und sagt, was, da versaut man nicht sein Kissen? Nein, von hell auf dunkler passiert nichts. Das könnt ihr machen, nicht zu oft. Gell? Also ich würde jetzt das nicht laufen, würde ich das jetzt nicht machen. Aber so ab und dann könnt ihr das machen. Da ist das nicht schlimm, da passiert nichts. Aber nur von hell auf dunkel, nicht andersrum. Wenn ihr mit dem Merlot-Rot ins Papaya-Kissen fährt, dann aus die Maus. Dann ist es versaut. Also andersrum nicht. Gut, so. Jetzt nehme ich mir mit meinem Fingerschwamm mal ein bisschen Merlot-Rot auf und tupfe mir da nochmal von außen beginnend drüber und fahre mir damit ganz zart auch in die Mitte rein. Aber nicht zu lang, nicht zu viel. Ich will mir ja nicht das ganze Papaya zu tupfen sozusagen. Ich will es nur ein bisschen verblenden. Und damit habt ihr den total coolen Effekt, dass ihr in der Mitte den Papaya-Ton habt und außenrum den Brombeermus-Ton. Und jetzt könnt ihr genauso gut wieder hergehen und ein Wassertankmittel zum Beispiel nehmen und könnt euch nur ein kleines bisschen von dem Papaya holen, dann da in die Mitte rein, weil es ist natürlich schön, wenn da noch ein bisschen Papaya in der Mitte ist und dann außen wieder beginnen, die Farbe so ein bisschen anzulösen. Und dann könnt ihr da richtig schön von außen nach innen die Farbe ein bisschen anlösen und damit nur mal ein bisschen einen leichteren Verlauf machen mit einem Wassertankpinsel, der jetzt nicht ganz, ganz voller Wasser ist, also nicht klatschnass die Pinselspitze, sondern nur gut feucht. Und dann schaut das Ganze so aus. Und ich finde, der Effekt ist ein Knaller. Das ist wunderschön in Natura. Und ich finde, das kommt sogar über die Kamera ein bisschen drüber. Also es ist wirklich zum Testen. Probiert das aus, es schaut wunderschön aus. Und denselben Effekt oder dieselbe habe ich natürlich auch da bei dieser Variante gemacht und das möchte ich euch auch kurz zeigen, weil es da natürlich ganz wichtig ist, dass ihr da bei dieser Rolltechnik auch nur ganz am Rand draußen bleibt, nicht zu viel in die Kerne reinfahrt. Also nicht zu viel in den Mittelteil, sonst wird das nicht mehr so schön. Und dann müsst ihr euch natürlich auch da wieder Merlot-Rot dazu holen. Und jetzt müsst ihr natürlich da am Rand heraus noch einmal ein bisschen kräftiger drüber fahren mit Merlot-Rot, damit man den Effekt auch da nochmal schön hat.
Da wieder zart in die Mitte auch ein bisschen drüber. Und da könnt ihr noch ganz ein kleines bisschen am Rand heraus drauf tupfen. Und jetzt werden wir uns das nochmal schnell auf ein Stückerl Restpapier geben. Wenn es jetzt so wie bei mir ein bisschen länger dauert, dann einmal anhauchen und abstempeln. Und ihr seht schon, das wird jetzt mal ein bisschen anders. Aber ich finde auch da wieder, der Effekt ist einfach mega. Total cool. Und auch da löse ich mir das wieder an, gehe gerade ein bisschen mit dem Wasserdampfpinsel nochmal drüber, verteile die Farbe so ein bisschen im Granatapfel. Der Effekt ist einfach mega. So schön. Schaut so super aus. Auch da gerade ein bisschen drüber ziehen. Und dann auch ruhig in der Mitte. Fahrt ruhig auch da in der Mitte über das Kerngehäuse, nenne ich es jetzt einmal, drüber. Und dann könnt ihr da gern das Merlot-Rot aufnehmen. Einmal daneben abstempeln, dass es nicht zu krass wird. Und dann draufstempeln. Dann habt ihr einen ganz einen wunderschönen Effekt bei den Granatäpfeln mit dem Papaya drinnen, was so richtig strahlend ist drunter. Also ich hoffe, dass euch das auch so gut gefällt wie mir. Mir hat diese Variante gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut auch. Weil es einfach nur mal ein bisschen leuchtender, nur mal ein bisschen intensiver. Anders wird natürlich, also es wird weniger farbintensiver als die erste Variante. Also wenn ihr das direkt daneben zeigt, dann seht schon, diese Rolling-Technik oder Rock'n'Roll-Technik und außenrum dann noch mit Fingerschwammerl macht natürlich, dass es nicht ganz so satt tiefrot ist. Aber dafür hat man da eben einfach den Effekt von dem Papaya nochmal dabei, den man natürlich da jetzt nicht hat. Aber ist cool auch, oder? Finde ich, ist total mega. Also ist wieder ganz ein anderer Effekt. Ihr könnt ganz andere Projekte damit gestalten und ganz andere Eindrücke erwecken. So, das war also Variante 2. Jetzt müssen wir wieder eine kleine Runde sauber machen, damit wir weiterarbeiten können. Oh, ich freue mich total, dass euch das auch total gefällt. Das finde ich voll super. Mega. Das ist nämlich immer, wenn ich vorher sage, das ist ein Stempelset, wo viel zu entdecken ist, dann bin ich natürlich voll in Zugzwang, dass ich auch abliefere. Ah, ist gar nicht so leicht. So, gut, das war also meine Rock'n'Roll-Technik. Dann habe ich mir gedacht, okay, dieser Stempelset hat ja nicht nur die Früchte zu bieten, sondern durchaus auch wunderschöne Blüten. Und damit habe ich mir gedacht, okay, jetzt einmal vielleicht in eine Richtung, die man farblich nicht ganz sofort anstreben würde. Und zwar habe ich mich da gewagt, ein Fräsienlila mit Himbeerrot und das Ganze dann mit Celadon und Lodengrün in Kombination. Also ihr seht schon, ihr könnt es auch in ein bisschen lila-mintige Richtung sehr gut arbeiten. Es wirken die Blüten natürlich wieder ein bisschen anders. Vom Gestalten her habe ich sie ganz gleich gestaltet wie beim ersten Stempel, also beim ersten Designerpapier. Zwar nicht von der Anordnung, aber von dem, wie ich innen gearbeitet habe mit den Mittelpunkten. Und ich habe auch da gerade ein bisschen mit Wasserdampfpinsel das hinten her wieder ein bisschen angemalt mit der zweiten Farbe sozusagen. Das heißt, auch da könnt ihr euch wunderschöne Karten gestalten, die sogar ein bisschen frühlingsmäßig anmuten sozusagen. Also auch wenn das Pomegranate eigentlich als erstes, so wie viele sagen, total öde ist und irgendwie, was soll ich denn damit machen? Ihr könnt ja einzelne Stempel isolieren. Ne, ihr müsst ja nicht immer den ganzen Granatapfel nehmen, sondern ihr könnt ja auch einfach die Blüten und die Blätter verwenden und den Mittelpunkt. Also auch da ist man total flexibel und kann eine wunderschöne Karte gestalten. Oben und unten einfach ein Band, bündig drauf, fertig. Ein Spruch, ein paar Steinchen als Akzente und schon hat man eine wunderschöne Karte. Das ist also diese Variante. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich müsste das auch als 3D-Variante doch wunderschön sein. Und da habe ich mich dann noch ein bisschen gespielt mit Farngrün und nur Himbeerrot und habe dann nur diese Variante gebastelt. Und auch die finde ich total entzückend. Und vor allem finde ich ganz, ganz lustig, dass das total super funktioniert. Diesen Zweig, der ja eigentlich der Zweig ist für die Granatäpfel, den Zweig kann man wunderbar oben hinstempeln
und da dann diese trompetenförmige Blüte rauswachsen lassen. Schaut's mal, es funktioniert wunderbar gut. Und wenn ihr dann noch welche mit Abstandpads, also einfach ausschneidet mit der Hand und mit Dimensionals draufklebt an besagten Stellen, dann könnt ihr doch voll die schönen 3D-Varianten machen. Und das sind jetzt nur zwei Stempelfarben, also nur das Farngrün und Himbeerrot. Mehr ist es nicht. Ein bisschen Wink of Stella, mit dem habe ich die Blüten da ein bisschen beglittert und in der Mitte drinnen da. Und das war's. Mehr ist es nicht. Aber es macht auch einen wunderschönen Effekt. Also die ist, auch die ist in Natura, sind die Karten sowieso nur mehr um ein ganzes Eckerl schöner, als man sie jetzt übers Video sieht. Deshalb traut euch dran, probiert es aus. Es zahlt sich wirklich, wirklich aus, dem Stempelset eine gute Chance zu geben und einmal einfach ein bisschen in Szene zu setzen. Oh, ich freue mich, dass es euch gefällt. Vielen, vielen Dank fürs Lob, ihr Lieben. Ja, und bei dieser ganzen Bastelarbeit habe ich mir gedacht, ich habe da nur eine Idee. Und die möchte ich jetzt mit Ihnen gemeinsam umsetzen. Ich habe schon, wer meinen Blog verfolgt, hat sicherlich gelesen, ich habe da noch eine Idee im Kopf. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob die Umsetzung dann auch so wird, wie ich mir das vorstelle. Wir werden es sehen. Ich habe mir da jetzt schon mal einiges an Farbkartonen zurechtgelegt, weil ich noch nicht genau weiß, was für ein Farbkarton ich dann drunter gebe. Aber wir starten jetzt mal mit dem Aufbau sozusagen. Und dafür brauche ich ein Stück Restpapier in Grundweiß. Und wir werden jetzt als erstes den Zweig abstempeln und da dazu dann die halboffenen Granatäpfel. Und ich weiß auf jeden Fall schon, jetzt muss ich da gerade mal schnell eine Runde verräumen, damit ich genug Platz habe zum Arbeiten. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt noch eine dritte Farbkombination ausprobieren möchte. Und zwar habe ich mich entschieden, auf jeden Fall für Blutorange, für die Granatäpfel. Und ich werde beim Grün, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich bleibe beim Grün, bei Farngrün. Ich habe schon einmal überlegt, ob ich vielleicht das Papageiengrün nehmen soll. Aber beim Papageiengrün habe ich einfach die Sorge, dass es dann so schrill wird, dass ich mir gedacht habe, nein, ich glaube, ich bleibe lieber bei Farngrün. Also wird es die farngrüne Variante. Und da ziehe ich mir jetzt gerade ein bisschen Stempelfarbe auf meinen Stempel drauf. Stempel das mal ab. Wunderschön, wunderschön. Und nimm mir jetzt das Blutorange, das auch interessanterweise eine Farbe ist, die ich super selten verwende, aber heute kommt sie mal in Einsatz. Und jetzt muss ich da gerade nochmal schnell meinen Stempel sauber machen, irgendwie. Ich muss gerade mal schnell probieren, ob der jetzt so passt. Das passt. Noch ein bisschen nass, müssen wir da schnell ein bisschen drüber wischen. So, okay, gut, jetzt aber. Jetzt werden wir uns das Blutorange-Rot dazu holen. Bin echt gespannt, wie es wird. Also das wird jetzt für mich echt auch eine Überraschung. Schauen wir, dass wir das da einigermaßen schön dran stempeln. Ich glaube mal so. Ah, ist schon cool. Also das Rot vom Blutorange ist schon super cool auch. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und dann brauchen wir natürlich noch einen zweiten. Das habe ich zu früh zugemacht. Und zwar brauchen wir noch einen großen Granatapfel. Und den werden wir uns jetzt auch gerade in Blutorange abstempeln. Und das war's dann im Moment. Jetzt müssen wir ein bisschen handschnippeln. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit zum Lesen. Oh, wie süß! Die Kinder wissen gar nicht, was für eine ihr besser gefällt. Wie nett! Wird doch noch mein Lieblingsset. Danke, Karin. Was für ein liebes Kompliment. Meine Güte. Mädels. Seid ihr wieder ganz nett heute mit mir. So, also ich schneide das jetzt aus. Versuche ein kleines bisschen weißen Rand stehen zu lassen. Bin ja auch nicht so die große Schnippeltante, aber so einen Granatapfel werde ich jetzt wohl noch aus der Schnitten kriegen. Herrlich. Deutsche Sprache, schwere Sprache heute für die Daniela. Oh, Himmel. Okay.
So. Dann schneiden wir da einmal rundherum. Könnt ihr überhaupt was sehen? Ja, ihr könnt was sehen. Gut. Das ist immer so eine Sache, wenn man so vor sich hin arbeitet, dass man nicht aus dem Bild rutscht. Und ihr dann plötzlich so quasi nur noch die Arbeitsmatte seht und nicht mehr, was ich tue und mich nur plappern hört, sozusagen. Das wäre auch blöd. Ihr sollt schon sehen, was ich mache. Und ihr wisst ja, wenn man was ausschneidet mit der Hand, dann ist es am allergeschicktesten, man hält die Schere relativ ruhig und bewegt das Ding, mit das man ausschneidet. Also bei der Schere sollte man die eigentlich relativ ruhig halten und einfach eine gleichmäßige Schließbewegung machen. Und bewegen sollte man eigentlich das Teilchen, was da drinnen ist. Also ihr seht schon, ich bewege eigentlich eher das Papier als die Schere. Ich fahre da jetzt nicht mit der Schere so rum, sondern ich drehe das Papier und das geht dann wesentlich leichter zum Ausschneiden. Das könnt ihr einmal ausprobieren, weil ich weiß, dass viele nicht gerne Hand ausschneiden, weil sie irgendwie sagen, das ist so schwer. Aber das ist eigentlich nicht so schwer, wenn man das ein bisschen übt, dann geht das ganz gut. So, jetzt der zweite Teil wird jetzt natürlich wirklich spannend, weil ich muss ja jetzt da auch die ganzen Blätter ausschneiden. Also ich kann jetzt wirklich ein bisschen mit euch plaudern, aber für das, wie ich es im Kopf habe, muss einfach so sein. Es nutzt nichts. Also ich muss mich jetzt einfach ein bisschen plagen und ein bisschen ausschneiden. Und ja, hoffe, es ist euch nicht allzu langweilig. Wer das Video im Replay schaut, kann jetzt natürlich super gut weiterspulen, weil so Ausschneiden einfach nicht so super interessant ist, sagen wir es, wie es ist. Aber meine Güte, was so ist. Das ist halt so, das gehört halt dazu beim Basteln, ne? Jede Arbeit ist nicht super interessant. Das ist so. Ach ja. Aber ich kann euch dabei vielleicht noch was erzählen zum Ausmalen mit den Stampin' Blends. Das habe ich nämlich das letzte Mal tatsächlich vergessen. Da habe ich euch doch erzählt, dass ich eine Anfrage gekriegt habe darüber, dass Stampin' Blends manchmal, wenn man ausmalt, manchmal über die Linien drüber flutscht, nenne ich es jetzt mal. Also, dass man würde eigentlich schön ausmalen und dann zieht es aber die Farbe über die Linien hinaus. Da hat mir eine Dame eben angeschrieben und hat gefragt, woran könnte denn das liegen, beziehungsweise was müsste sie denn anders machen, was macht sie denn verkehrt sozusagen. Und an und für sich macht sie gar nicht so viel verkehrt. Worauf man achten könnte oder was man einfach ausprobieren muss, ist, dass man verschiedene Papiere mal probiert. Also ich arbeite mit den Stampin' Blends ja tatsächlich am allerliebsten mit einem ganz normalen Grundweißpapier, weil das nicht so stark saugend ist. Stampin' Blends sind ja Alkoholmarker, das heißt, die neigen ja dazu, dass sie sich raussaugen lassen vom Papier. Das heißt, wer dort zum Beispiel ein Aquarellpapier verwenden würde, was ja stark saugend ist und viel Wasser aufnehmen kann, der wäre da ein bisschen falsch am Weg, weil das natürlich die Alkoholfarbe auch rauszieht aus die Marker. Das heißt, schaut drauf, achtet drauf, dass das Papier möglichst glatt ist. Das ist eins von den wichtigsten Dingen. Und auch eines, was nicht ganz arg saugt, also nicht so saugfähig ist. Das ist einmal ein Punkt. Probiert einfach mal verschiedene Papiere aus. Ihr könnt da einmal ausprobieren, wie es reagiert, zum Beispiel auf nicht Flüsterweiß, auf Seidenglanz, oder wie es sich verhält auf Vellum, also auf dem Pergamentpapier, oder wie es euch denn geht, auf Klarsichtfolie geht es ja auch. Durch das, dass es ja Alkoholmarker sind, kann man ja eben auch auf Folien arbeiten, was ja ganz geschickt ist. Also probiert es euch da ein bisschen durch. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel kleine Muster habt, also ganz kleine Blümchen oder Partien, halt, die angemalt werden sollen, dann ist immer besser, man wechselt auf die feste Spitze. Und da würde ich dann einfach darauf achten, am Anfang mal vielleicht auf dem Papier, auf ein Reststück halt Papier einfach mal zu probieren, einmal zu schauen. Malt euch einfach mit einem Stift eine Grenze und schaut mal, testet mal ein bisschen an. Wenn ihr da an die Nähe kommt, zieht es über die Grenze drüber auf dem Papier, auf dem ihr arbeitet, oder bleibt es schön an der Grenze, wo ihr hinmalt, stehen. Wenn es schön stehen bleibt, dann könnt ihr eh ganz hinmalen. Und wenn es ein bisschen drüber zieht, dann versucht es einfach beim Ausmalen
nicht ganz direkt an die Stempelkante hinzumalen, sondern haltet einfach ein bisschen früher schon auf sozusagen und ja, malt es eben nicht ganz so weit an den Rand ran. Und das sind so ein paar Dinge, die ich euch eben nur sagen kann zu den Stampin' Blends. Und grundsätzlich gilt einfach, manchmal an manchen Tagen funktioniert es besser, an anderen funktioniert es schlechter. Das ist auch so ein interessanter Fun Fact. Das ist einfach so, wenn ihr merkt, heute ist ein Tag, wo das einfach unglaublich auseinanderzieht, dann ist es vielleicht besser, an dem Tag auf eine andere Technik auszuweichen und wieder an einem anderen Tag mal zu probieren. Manchmal geht es einfach, sei es die Mondeinwirkung oder sei es, weil es ein feuchterer Tag ist, weil es ein Regentag ist oder wie auch immer, das kann manchmal auch Einflüsse haben. Ja, so, jetzt sind wir da ausgeschnitten sozusagen. Mehr braucht es nicht, das darf da ruhig in der Mitte ein bisschen stehen bleiben, aber wir haben da jetzt zwar ganz schöne ausgeschnittene Teile und mit dem sollte es jetzt eigentlich gut funktionieren, was ich da so vorhabe. Jetzt schneiden wir uns ein Stückerl grundweiß zu in vielleicht sollte ich mich jetzt schon für die Grundkarte entscheiden. Jetzt muss ich da mal schnell überlegen. Ich glaube, dass ich meine Grundkarte in Farngrün mache. Dass es nicht ganz zu schrill wird. Ich muss jetzt gerade mal schnell was antesten, ihr Lieben. Jetzt müsst ihr da gerade ein kleines bisschen geduldig sein mit mir. Aber ich muss da mal schnell was ausprobieren. Alles klar. Gut, meine Grundkarte wird tatsächlich in. Aber jetzt habe ich nur eine Idee. Ich glaube, ich mache meine Grundkarte in Blütenrosa. Gerade weil ich jetzt irgendwie. Jetzt können wir vor, es wäre Blütenrosa vielleicht auch noch eine Idee. Okay. Könnt ihr das, wenn man was im Kopf hat? Na, so wär's. Genau, so wär's. Also legt euch das ruhig manchmal so ein bisschen drauf, dann sieht man am besten, wie es werden soll. Wir bleiben bei Farngrün. Ich glaube, Farngrün, glaube ich, war mein erster Gedanke, oder? Manchmal ist der erste Gedanke einfach der richtige. Schön. So, okay. Jetzt schneiden wir uns das zu auf 14 cm. Wir machen also eine quadratische Karte. Dann falze ich bei 14 cm. So. Ich knicke meine Karte und schneide bei 14 cm. Wunderbar. Und damit haben wir eine ganz wunderschöne 14x14 Karte. Dann werden wir uns dort drauf jetzt gleich den Aufleger zuschneiden in 13,5 x 13,5. 13,5 x 13,5. Ich bin so gespannt, ob das jetzt so wird, wie ich mir das wünsche. Ob das den Effekt dann hat, den ich haben will. Das wäre also so. Und dann brauchen wir ein Stückerl in Blütenrosa in meinem Fall jetzt. Jetzt muss ich gerade mal schnell schauen bei meinen Resteln. Ich habe ja da immer so eine Restelschatztruhe sozusagen. Ah, perfekt, perfekt. Da ist genau ein richtiges Stückerl drin. Wunderbar. Ich glaube, so passt mir das. Okay, so. Gut, der nächste Schritt wird jetzt, wir werden jetzt dieses Blütenrosa-Teilchen ein bisschen mit Farbe versehen und zwar mit diesem Hintergrundstempel. Und dazu verwenden wir natürlich auch die Blütenrosa-Farbe. Wir bleiben also ganz Ton in Ton. Werden wir uns jetzt, upsasa, werden wir uns da jetzt ein bisschen Struktur draufstempeln. Und zwar stempel ich mir das jetzt einfach wirklich so ein bisschen voll, sozusagen. Ich mache mir da jetzt wirklich gerade so einen getupftelten Untergrund. So einen fein getupftelten. Schaut cool aus, oder? Sehr, sehr cool, der Untergrund.
Sehr, sehr klasse. Das hat mal schon funktioniert. Und jetzt braucht man auch nur ein paar Blüten. Und die Blüten, die stempel ich mir jetzt tatsächlich auch in Blütenrosa. Und zwar nehme ich mir da jetzt die kleine Blüte. Stempel jetzt gerade mal dreimal. Und in die Mitte rein stempel ich mir Blutorange. Weil wir sind ja jetzt bei Blutorange unterwegs. Das wird jetzt mein Mittelpunkt. Ich finde nämlich, dass Blütenrosa und Blutorange tatsächlich sehr gut miteinander harmonieren. So. Dann werden wir gleich den Wink auf Stella dazu nehmen und einmal schauen, ob wir das Blütenrosa, ja, das bekommen wir auch ein bisschen angelöst, aber ziemlich verhalten, muss ich sagen. Ziemlich verhalten. Das heißt, ich hätte jetzt gern ein kleines bisschen Blütenrosa auf einem Stück Kunststoff. Da hole ich mir ein bisschen runter. Nicht zu viel. Soll nicht zu extrem sein. Ein bisschen austupfen. Und mit dem hole ich mir da jetzt gerade ein bisschen Blütenrosa noch dazu, dass das gerade so ein bisschen, habe ich jetzt Blütenrosa die ganze Zeit gesagt, ist natürlich nicht Blütenrosa, ist Blutorange. Damit das in der Mitte gerade so ein bisschen blutorangiger wird. Und da fahren wir aber auch noch so ein bisschen über die Blütenrosa Blüte, damit die ein bisschen Glitzer kriegt. So. Das passt. Auch da so ein bisschen drüber. Wunderbar. Wunderbar. Okay, so. Die drei, so leid es mir tut, müssen wir nochmal mit der Hand ausschneiden. Das muss jetzt noch sein. Aber ich werde sehen, die gehen ganz schnell. Also bei denen brauchen wir jetzt nicht sehr lange. Das heißt einmal in Einzelteile. So, und dann geht's schon los. Da düsen wir jetzt gleich rundherum. Das haben wir jetzt gleich haben. Das ist nämlich sehr, sehr praktisch. Die haben ja nur 5 Blätter. Und die sind nur relativ bewegt. Das heißt, da hat man, da muss man sich nicht gar so konzentrieren beim Ausschneiden. Das geht total gut. Die flutschen so von selber, unter Anführungszeichen. Ah, sehr cool. So. Nummer uno haben wir gleich. Das ist gleich erledigt. Dann waren es nur noch zwei. So, Nummer eins ist fertig. Nummer zwei, da schneiden wir da gerade ein bisschen den Überstand weg. Da geht es nämlich auch leichter. Das ist auch so ein kleiner Trick. Wenn man mit der Hand ausschneidet, dann achtet darauf, dass nicht ganz viel Rand rundherum ist. Dann geht es nämlich leichter zum Ausschneiden. Dann hat man nicht so viel Gedöns, das da lästig ist. Das funktioniert dann auch besser. So, irgendwann muss ich dann da noch mal ein bisschen in dem Chat umlesen. Mal schauen, was ihr mir so schreibt. Aber ganz im Moment muss ich leider auf die Blüte schauen, sonst schneide ich zum Schluss der Blüte egal weg und dann haben aber alle keine Freude. Also ich habe dann keine Freude. Ich möchte schon gerne, dass die Blüten ganze Blüten sind. So, Nummer 2 ist fertig. Nummer 3. Nummer 3 geht los. So. Habt ihr eigentlich sonst noch Wünsche von Stempelset, wo ihr sagt, da habe ich so gar keine Idee? Ihr könnt mir das immer gerne reinschreiben, auch da in den Chat oder unter die Video als Kommentar oder so. Wenn ihr irgendwo ein Stempelset habt, wo ihr sagt, das gefällt mir total, aber ich habe überhaupt keine Idee, was ich damit machen soll, dann sagt mir das bitte. Dann kann ich da gerne mal schauen, ob ich vielleicht eine Idee habe, sofern ich das Stempelset im Besitz habe. Ich habe nämlich natürlich auch nicht alle Stempelsets, bei weitem nicht. Aber wenn ihr mir das verratet und ich habe das zufällig, dann werde ich das sehr gerne aufgreifen. Dann können wir da gerne was machen. So, Nummer 3 ist fertig. Also ihr habt schon gesehen, das geht gerade so zack, zack, zack dahin. Haben wir die ausgeschnitten. Das war's. So, da, ihr Lieben. Und dann können wir eigentlich das Teilchen, so wie ich das davor habe, eigentlich und uneigentlich auch,
Schon zusammenbauen. So ungefähr. Okay, mir fehlt da unten ein bisschen Grünsäge gerade. Wir brauchen noch ein paar Blätter. Das muss noch sein. Sonst wird das nämlich zu, wird das zu rotlastig. Wir brauchen da noch ein bisschen einen Ausgleich. Das heißt, für mich nochmal schnippeln. Aber das ist eben, wenn ich euch so auf meine Bastelreise mitnehme, dann muss man, dauert es halt manchmal ein kleines bisschen länger. Aber auch die Blätter sind natürlich super, die lassen sich auch total schnell ausschneiden. Es geht da gerade auch so ratzfatz dahin. Und ein bisschen Weiß darf ja durchaus auch in der Mitte stehen bleiben. Also ihr müsst da ja nicht immer bis ganz zum Ansatz reinschneiden. Sondern seid ruhig auch mutig und lasst ein bisschen Weiß stehen. Das schadet gar nicht. Das hilft sogar noch manchmal, dass es schöner wirkt. Ist aber die Standsteile auch so, nicht? Die haben ja auch immer außenrum ein bisschen Weiß stehen, sozusagen. So, Nummer 1 ist fertig. Es fehlen die Kerne, genau, das stimmt, die fehlen natürlich noch. Und es fehlt auch noch das Wasser. Wir müssen das noch ein bisschen vermahlen. Also ganz so schnell geht es nicht. Aber es wird. In meinem Kopf schaut die schon gut aus, die Karte. Aber das ist ja immer das, gell? Im Kopf schaut es ja manchmal anders aus, als dann in Natura wird. Ah, das ist ja immer das Spannende. Oh, Zudala. Okay. Gut, so. Und ihr wisst ja, von wegen zu nackig, ist auch bärig. Ich mag ja manchmal auch ganz gern, wenn auf die Karten nicht ganz so viel drauf ist. Also, die müssen ja nicht immer ganz knallevoll sein. Das macht ja vielleicht gerade auch den Charme aus, dass das nicht immer ganz, 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 ganz voll ist, sondern eben durchaus auch mal ein bisschen Spiel hat. So, ihr Lieben, jetzt werden wir uns diesmal als erstes kleines bisschen schmäler schneiden. Der Streifen, der ist mir da ein bisschen zu groß. Den kürze ich mir jetzt ein auf, ich probiere es mal mit 6 cm. Ich glaube, 6 cm reicht. Den 1 cm kalten wir uns auf, der kann vielleicht innen drinnen ganz schön sein. Aber 6 cm sollte reichen. Genau. Okay, so. Das kann man beiseite. Gut. So, da la. Jetzt drehen wir das Ganze da um. Dann werden wir mal da schnell eine Markierung machen. Dass ich weiß, wo ich ungefähr hin soll mit meinem Kleber. Dann werden wir auch gleich anhand dieser Markierung ein bisschen abschneiden. Dann tue ich mir nämlich dann leichter mit dem Ankleben. So, da kommt jetzt Kleber drauf. Ein bisschen Dombo. Natürlich ein bisschen Platz lassen zur Markierung, weil ihr wisst ja, wir wollen ja auf gar keinen Fall, dass der Dombo drüber raus gedrückt wird. Und jetzt werden wir uns das da so ein bisschen schräg da drauf setzen. Ungefähr so. In etwa so. Gut. Einmal drüber. Im Fallzwei. Okay. Und dann können wir das da auch schon schön der Kante entlang abschneiden. Dann passt das schon. So, da. Okay. Schaut gut aus. Schaut gut aus. So, da drauf kommt jetzt der Teil und herunten her kommt dieser Teil. Dann werden wir so ein bisschen das Grün noch dazu setzen. Reicht eigentlich auch Grün, glaube ich. Oder? Setzen wir das zweite noch dazu? Schadet vielleicht nicht. Schadet nicht, gell? Wenn es ein bisschen grüner ist. Ein bisschen mehr Grün. Bisschen mehr Grün ist nicht schlecht. Das setzen wir da drauf. Da setzen wir uns dann noch das Blümchen drauf. Reicht uns sogar vielleicht eins. Ich habe gedacht, da braucht man mehr, aber ich glaube, es reicht sogar ein Blümchen. Ein Blümchen ist mir genug, sehe ich gerade. Mal schauen, das setzen wir vielleicht da ein bisschen höher. Ja, das setzen wir ein bisschen höher. Und da bin ich gerade noch.
beim Testen. Ja, genau. Genau so. Oh, ich liebe es. Ja, die Kerne, Kathleen, kennen wir noch, kommt alles. Okay, so, damit wir die Kerne machen können, müssen wir jetzt zuerst da drinnen mit ein bisschen Wasser nachmessen. Oh, und das geht mit Blutorange auch super. Schaut's mal. Sehr gut. Auch das lässt sich schön anlösen. Wenn ich euch nicht hätte, ich hätte die Kerne sicher vergessen. Ich weiß genau. War jetzt auch nicht total schlimm. Aber es kann natürlich die Kerne schon eine. Ist ja eh klar. Bin ich froh, dass ich euch habe. Ihr mich da erinnert an meine Arbeiten, die ich zu machen habe. Für lauter, wie platziere ich wo was, wäre das jetzt so, wie ich mir das vorstelle? Hätte ich das doch pronto vergessen. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oh, ich liebe es. Es schaut so schön aus. Es schaut so, so, so schön aus. So, die Kerne. Die Kerne in Blutrot. Blutorange, nicht Blutrot. Blutrot war, Blutrot klingt eklig. So, okay, einmal drauf. Ja, sehr schön. Oh, wie schick. Wie schick, oder? Die Kerstin ist ganz, die Kathleen ist ganz erleichtert, weil ich da jetzt die Kerne drauf gestempelt habe. Wie lustig. Schön. Okay. Gut, ihr Lieben. Jetzt den Castella. Wir wollen ja da noch unsere Granatäpfel beglittern, natürlich. Die kriegen wieder so einen Glitzy-Schwung. Und schaut mal, wie das Blutorange bärig zusammenpasst, farbthematechnisch mit dem Blütenrosa. Finde ich super genial miteinander, oder? Ist doch total bärig. Vor allem finde ich total lustig, wie die Farben reagieren, wenn sie mit Wincostella oder einem Wassertankpinsel vermalt werden, was die für eine andere Färbung kriegen. Das ist ganz witzig. Total super. Total cool. So, wir fahren auch da drüber. Wunderbar. Wunderbar. Manchmal kriege ich mir vor, wie die Fernsehküche kennt sie das? Wenn so ein Fernsehkoch, meine Mama schaut gern Fernsehküche, gell? Also ich ja eh nicht so, aber sie schaut das total gern. Und da hört man dann manchmal auch nachher kosten sie. So lecker, so super. Genauso kriege ich mir momentan gerade vor. Wenn das alles so glückt und so super ausschaut und ich auch gerade so begeistert bin, wie bärig das ist, kriege ich mir vor, wie die Fernsehküche. Zum Schreien. Naja. Manchmal muss man auch über sich selber lachen können. So, da la. Okay, gut. Ich bin ganz verliebt. Ich finde es wunderschön. Die Färbung, Traum. Gut, jetzt werden wir den Untergrund auf die Grundkarte kleben. Das ist jetzt das Erste. Ich möchte, dass sie noch links aufgeht. Und dann werden wir das Ganze mit Dombo ganz schlicht aufkleben. Ganz 0815. Kann man jetzt eigentlich auch nicht falsch machen, weil egal wie man es dreht, es wird der Streifen immer nach oben wandern. Also man, außer man macht es jetzt ganz schrems, aber das haben wir ja nicht vor. Wunderbar. Einmal drüber mit dem Falzbein. Schön angedrückt ist. Und jetzt brauchen wir natürlich Dimensionals. Dimensionals nicht zu knapp. Sollen wir uns da jetzt natürlich mit ein bisschen Erhöhung draufsetzen. Es darf dann da auch wirklich gut unterlegt sein. Ich glaube, so reicht. So, Folien abziehen. Okay. Dann kleben wir das Teilchen da oben her. Und zwar genau so. Das lasse ich jetzt da ganz bewusst da drüber ausstehen. Da wird es dann ein bisschen abgeschnitten noch.
Aber das soll momentan so sein. Jetzt setzen wir uns den Granatapfel drauf. Und beim Granatapfel muss jetzt gerade ein bisschen vorsichtig sein, weil da wollen wir ja die Blätter dann noch drunter kleben. Ich hoffe, ich habe genug Abstand lassen, sonst müssen wir halt ein bisschen abschneiden. So. Holen wir das da so ungefähr rum. Dann brauchen wir den Granatapfel ungefähr da. So, da la. Und die klebe ich mir dann da gerade so drunter. Den wollten wir ja so in etwa da, glaube ich. Ich glaube, so ungefähr. Ja, so finde ich das schön. Und die klebe ich mir aber plan rein. Das heißt, da werde ich wirklich gerade da so ein bisschen Kleber hergeben. Und klebe mir das da mit dem Dombo plan rein. Darf da so ein bisschen drüber gehen. Oh nein, ein bisschen schräger. Ich glaube so. Genau, und den setzen wir da her. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Und ich gebe meinen Dombo-Kleber nie ganz in die Spitzen rein, sondern ich lasse die Spitzen von den Blättern immer gerne ein bisschen ohne Kleber, weil dann kann man die sogar noch ein bisschen aufbiegen, dass das ein bisschen belebter wird. Okay. So, gut. Und dort die Blüte. Die werden wir uns da gerade ein bisschen quetschen. Dann verpassen wir jetzt ein bisschen Körper. Dann geben wir da in der Mitte ein bisschen Dombo drauf und kleben die gerade da so drauf. Die darf da gerade so blütig, blumig in der Mitte drauf sitzen. Super cool. Super cool. So, da. Jetzt müssen wir natürlich da die Überstände ein bisschen abschneiden. Weil wenn das Ganze dann ins Kuvert reingeht, soll ja das reinpassen, ohne dass was irgendwie verletzt. Das heißt, ich drehe es einfach um und schneide entlang der Karte ab, den Überstand. Dann passt das. Super. Okay. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Spruch. Ja, klar. Es muss ja noch ein Sprüchlein drauf. Und da verwende ich wieder was von die gern genützten Grüße. Und ich glaube, ich nehme da echt einen schönen Geburtstag. Oder? Das ist fast ein bisschen lang. Schöner Geburtstag ist leider zu lang. Dann nehmen wir mal einen kleinen Gruß. Nehmen wir mal diesen da. Oder nehmen wir mal die Gratulation nochmal. Ah, gefällt mir noch besser. Der kleine Gruß ist mir gerade wieder ums Kennen zu klein. Ich nehme die Gratulation. Und da greifen wir jetzt aber das Blutorange wieder auf und stempel mir das gerade da so her. Entlang der Schräge. Ja, genau so. Sehr gut. Super cool. Dann brauchen wir natürlich nur ein bisschen Glitzy. Ein bisschen Glitzy muss noch sein. Da setzen wir uns einen größeren Glitzy da in die Mitte rein. Und ein paar kleine setzen wir uns rundherum noch. Ein bisschen Glitzy noch rundherum. Einen nur daher. Einen größeren Glitzy setzen wir uns da runter, da haben wir Platz. Und auch da setzen wir uns gerade noch ein kleines bisschen Glitzer rundherum. Einen nur daher. Und dann bin ich total happy. Dann bin ich total happy und mir gefällt auch die Variante total gut. Super. Okay. Ich hoffe, dass euch da meine Spontanidee auch zusagt. Ich finde das auch nochmal total mega. Und ich finde, man sieht richtig, was da für ein Potenzial drin ist in dem Stempelset. Das ist einfach der Oberknaller, was man da alles Schönes damit zaubern kann. Ich lege euch jetzt mal nochmal alle Karten rein, so dass ihr das richtig schön sehen könnt. Und
wünsche euch dann einfach leider total viel Spaß beim Nachwerkeln und hoffe, dass ich das eine oder andere vielleicht auch zu Gesicht bekomme. Und ich hoffe vor allem, dass euch meine Ideen gefallen haben und ihr mir viele Daumen nach oben schenkt. Und vielleicht schreibt es mir drunter in die Kommentare unter das Video, welche der Karten euch jetzt am allerbesten gefällt. Das würde mich total interessieren. Okay, schön, ihr Lieben. In dem Sinn entlasse ich Sie bereits wieder ins Wochenende. Es ist ja unglaublich, wie schnell die Woche vergeht. Und wir sehen uns wieder nächste Woche, voraussichtlich erst Donnerstag. Nächsten Dienstag wird das Video leider entfallen. Das war sie schon, weil ja, da kann ich ausnahmsweise mal leider nicht. Aber am Donnerstag werden wir uns wieder sehen. Schön, ihr Lieben. In dem Sinn, alles, alles Liebe, ein wunderschönes Wochenende. Denkt an den Daumen hoch und macht euch einfach eine schöne, gute Zeit. Tschüss, baba, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.